Das war mal so ein kleiner Stock. 3 Jahre alt. Echt spannend, wie schnell das geht. Weide, Weide. Ja, ich komme mal zu euch, bevor ich so richtig loslege. Fühlt euch bitte ganz herzlich begrüßt von mir. Hallo da draußen, ihr Lieben. Ich habe heute wieder einen Garten gefunden, schon den zweiten aktiven Tag auf jeden Fall in Folge. Davor war ich auch schon mal hier, aber nur ein paar Kleinigkeiten geregelt. Das, was ich eigentlich im letzten Video angekündigt habe, habe ich dann mit Hilfe am Samstag gemacht. Ja, aber heute geht's weiter. Das Wetter war wunderschön. Der Boden konnte ja auftauen die letzte Zeit. Bei uns war auch nicht so ganz krass die Schneekatastrophe wie ansonsten so in Deutschland. Ich komme ja aus dem hohen Norden Deutschlands, aus Husum, also Nordfriesland. Das ist noch oberhalb Hamburg, kurz vor der dänischen Grenze. Und hier ist das Schneechaos ausgeblieben. Hier war das auf jeden Fall richtig schön, wie ich fand. Ich habe das richtig genossen. Und aber wie ihr sehen könnt, alles aufgetaut. Ich habe schon ein paar Tage Ruhe. Gestern war ich sehr aktiv. Das könnte ich euch eigentlich alles mal zeigen, aber ist noch nicht dran. Wir bleiben bei dem Beten und letztendlich dem Inhalt des Videos. Ihr könnt das von meiner Nase schon sehen. Es juckt euch da draußen bestimmt auch schon in den Fingern, das ein oder andere im Garten machen zu können. Und ich habe hier ein paar Sachen ausgebreitet. Ich habe letztes Jahr schon tolle Aussaat-Tipps gegeben, wann, wie, was. Das will ich jetzt gar nicht nochmal machen oder in besserer Variante, sondern es geht einfach nur darum, euch zu zeigen, was ich denn jetzt Ende Februar noch ins Beet haue oder schon ins Beet haue. Und da gibt es natürlich ein paar Sachen, die ich durchaus aussehen kann. Und das, was ihr hier vorne seht, ist auf jeden Fall Spinat. Das habe ich letztes Jahr auch gemacht. Hat wunderbar geklappt. Ist eine wunderbare Zeit. Geht sogar noch einen Ticken früher. Am besten so nach dieser Winterfrostperiode. Wenn das Wetter mitspielt, ist ein guter Zeitpunkt. Ja, dann habe ich hier noch Möhren. Verschiedene Arten. Hier Radieschen. Und bei den Sachen ist das so, da gehe ich ein bisschen verfrühter ran und werde mit Schutz beigehen. Und zwar dachte ich mir, dass ich mir eins der Hochbeete hinten beim Apfelbaum auserkoren werde. Und das da quasi unter geschützter Atmosphäre nicht ganz so. Also ich werde das mit Scheiben dann irgendwie abdecken, um da ein bisschen mehr Wärme reinzukriegen. Also in dem einen Beet war gestern auch noch Frost, so nach 20 cm, wo das ein bisschen kühler, aber das ist so der Bereich, der hat uns nicht zu interessieren. Was gibt es noch zu erzählen? Was richtig gut dran ist im Moment, das sind die dicken Bohnen, da habe ich ein paar über. Ich habe gemerkt, da war ich nicht ganz so fleißig am Sammeln und ich weiß auch nicht, ob die wirklich keimfähig sind. Die waren echt draußen in der frischen Luft, aber probieren wir es doch einfach mal aus. Ich dachte eigentlich, da hätte ich noch irgendwie Saatgut irgendwo liegen. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt einfach das nicht wiedergefunden habe. Letztes Video, bin ich darüber gestolpert, habe ich euch das gezeigt? Nee, in den Schachteln habe ich geguckt, da kam nichts weiter bei rum. Wer von euch vielleicht auch neu ist oder so, das Video, was ich gemacht habe über mein Saatgut, was ich so für dieses Jahr grob vorgesehen habe, es wird nicht alles ins Beet kommen, das schafft man gar nicht, aber ne, es ist alles in Richtung und ein roter Faden und ja, das könnt ihr dann oben rechts nochmal entdecken. Aber ich möchte jetzt bei der Musik bleiben und das, was ihr noch sehen könnt, ist, ja, die haben mich ja auch im Dezember erreicht. Das waren Keimsprossen, grüne Erbsen. Ganz ehrlich, für mich sind das grüne Erbsen und die kommen ins Beet. Ich liebe Erbsen. Und dieses Jahr möchte ich definitiv mehr Erbsen haben als letztes Jahr. Ja, und hier ist so eine gelbe Erbsensorte, die ich quasi irgendwie aus dem Bioladen hatte. Ich habe keine Ahnung, ob die keimfähig sind. Und das will ich auch mal ausprobieren. Das sind alles so ein paar Experimente. Des Weiteren das hier so ein bisschen, um Rillen zu ziehen. Und hier vorne habe ich auch noch Salat, hier auch noch mal so ein Tütchen versteckt mit Salat. Das ist aber im Grunde genommen bei mir gar nicht so wichtig, denn ich hatte überall Salat und ich rechne damit, dass der Salat von alleine kommt. Da ist genug Saatgut in den Beeten noch drin. So war es ja auch gedacht, dass ich das ein bisschen verteile. Dennoch könnte ich mir vorstellen, dass die eine oder andere Ecke vielleicht dafür genutzt wird, um ja, da ein paar Jungpflänzchen ranzuziehen. Also die ja nicht vor Ort bleiben, halt umgepflanzt, vereinzelt werden. Ja, mal gucken, wie das so läuft. Was habe ich noch hier vorne? Und das ist auch ein Experiment. Also das mit den Möhren, Radieschen und so weiter, da verspreche ich mir schon unter Schutz, dass da was geht. Da habe ich ja sehr positive Erfahrungen gemacht. Und das sind die selbstgeernteten Zwiebeln. Ja, ich stehe quasi gerade mit dem Stativ mit einem Bein im ehemaligen Zuschauerbeet und da hängt auch noch eine Pflanze rüber. Da habe ich das rausgezogen. Ja, da kommt auf jeden Fall ein kleines Experiment.
Und ja, ansonsten bleibt es unspektakulär. Wir haben Ende Februar, das sind Sachen, es geht später natürlich auch, und es gibt genug Sachen, die man mehrfach im Jahr anpflanzen kann, wie den Spinat, wie die Möhren, wie die Radieschen, und auch bei den Erbsen kann man früh anfangen und ein bisschen später. Und ja, unterm Strich ist das so, nach dem, was ich so durch meine Recherchen herausgefunden habe, dass doch die Pflanzen, Spinat ist nicht gleich Spinat, Kohl ist nicht gleich Kohl und Erbsen sind nicht gleich Erbsen, Möhren sind nicht gleich Möhren etc. pp. Ich kann euch das, ne? Das könnt ihr euch selber ausmalen, sodass es immer alles nicht so fix ist. Und deswegen öffnet euch ein bisschen dafür, dass die Dinge nicht so laufen wie geplant und dass auch die Gegebenheiten vor Ort, Wetter, also generell das Klima und die Gegebenheiten durch, ne, durch die Erde, was habt ihr zur Verfügung, wie ist der Standort etc. pp. Und wie ist letztendlich auch eure Gartenanbaustrategie. Und da versuche ich euch Menschen da draußen mal ein bisschen dafür zu öffnen, auf jeden Fall euren eigenen Weg zu finden. Und das heute ist meiner, und vielleicht findet ihr ein wenig Inspiration für euren eigenen Garten oder Balkon. Ich weiß, dass da auch einige Menschen draußen aus Balkonien zusehen. Mein Balkon, da juckt es mich auch so ein bisschen, ein paar Sachen zu machen. Mal gucken, vielleicht kommt da auch noch mal was. Ich habe auch schon mal drüber geredet, aber bisher habe ich da noch nichts umgesetzt. Also, viel ist das nicht im Grunde genommen, aber schon jede Menge. Und ich habe erzählt, dass ich ein paar Beete fertig gemacht habe. Und ja, bei den Beeten möchte ich eigentlich nur zu denen gehen, wo ich was aussehen möchte. Die dicken Bohnen sind mit als erstes dran. Jetzt kommt die Überlegung, womit fange ich an? Ich dachte gerade, die dicken Bohnen, aber das lasse ich mal. Ich finde, das mit den Hochbeeten ist gar nicht so verkehrt. Ich habe ja schon ein paar Beete vorbereitet. Ein paar kleine Sachen sind aber noch zu machen, damit auch so ein paar letzte Würzchen rauskommen. Da kümmere ich mich auch gleich mal mit drum. Und ich würde sagen, was passt gut zusammen? Das ist auf jeden Fall der Spinat. Den nehmen wir mit. Ja, im Grunde genommen die ganzen Packungen mit Radieschen, mit Zwiebelexperiment. Habe ich Radieschen gesagt? Hier sind wir bei Möhren noch, aber Radieschen ist trotzdem richtig. Die sind hier an der Seite, verschiedenste Sorten. Haben da ja zum einen zu mir gefunden, auch im Dezember. Und ja, das sieht soweit gut aus. Die dicken Bohnen, die Erbsen und die Geschichtchen, die lasse ich mal hier. Und hier haben wir auch noch, ja genau, die sollen ja auch noch mal mit. Salat lasse ich hier. Und hier sind auch noch mal Radieschen. Das ist meine eigene Saatguternte. Viel zu viel im Grunde genommen. Alles. Aber ich möchte es bunt. Ich will ein bisschen ausprobieren. Und ich werde ja auch so in Reihen, in Mischkultur bei mir dann pflanzen. Im Hochbeet auf jeden Fall. Ja, und da vorne wartet nachher dann noch ein Beet. Da habe ich letztendlich auch noch die Option, eins mit euch quasi gemeinsam fertig zu machen. Ihr dürft mir bequem zusehen. Und ja, ein Hochbeet ist auf jeden Fall fertig von denen da hinten, neben Apfelbaum, zweites im Grunde genommen auch. Und das sind Sachen, die werde ich mit euch quasi jetzt angehen. Also es wird nicht einfach nur kurz aussehen, es wird auch ein bisschen praktisch, bisschen Gartenarbeit. Also es macht mir auf jeden Fall alles Freude, was ich mache. Ich bin auch so froh, wieder in Freude zu sein. Auf jeden Fall so weit ist noch nicht so der alte Lars, aber ist schon was anderes. Ich glaube, ihr merkt das auch. Ein bisschen mehr meiner Kraft. Auch wenn ich noch so ein bisschen auf den Körper aufpassen muss, weil der noch nicht so schnell kann, wie ich möchte. Ne? So, ich schnapp mir das Ding und watschel einmal los. So, hier vorne war das. Das ist mein lieber Apfelbaum. Ihr könnt sehen, ein Baum aus Wassertrieben. Ja, ich bin hier schon ein bisschen mehr auf die Schliche gekommen. Habe ich ja im vorletzten Video. Ah, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander. Letztes Mal Garten. Nee, doch, ich glaube, das letzte Video habe ich ja schon ein bisschen erzählt. Da kündigt sich so ein bisschen an, woran das liegen könnte, aber ich glaube, das wird nicht gut gehen dieses Jahr. Das wird nicht gut gehen. Das sieht ziemlich katastrophal aus. Vielleicht wird das noch ein Jahr ohne Großäpfel. Aber ich habe ein bisschen mehr begriffen, aber das ist dann irgendwann anders dann. Das sind die Hochbeete und ich lade einmal hier das Saatgut ab. Das Ding ist hier soweit fertig. Ja, also hier habe ich ordentlich Unkraut raus. Das seht ihr hier auch alles zu meinen Füßen. Ne, hier liegt das noch alles rum. Und da habe ich schon die Scheiben für dieses Hochbeet. So ein bisschen abgesackt quer, muss ich mal gucken. Ich werde auch so ein bisschen Luftspalt zwischen lassen. Das habe ich ja, die Jahre davor ja auch schon so gemacht. Und es lief sehr gut. Bei der Geschichte habe ich mich entschieden, Potluck weg. Und dafür brauche ich auch noch Werkzeug. Das habe ich mal gleich angepackt. Hier vorne war ich noch nicht ganz fertig. Ups,
Da möchte ich jetzt quasi den Portolack mit reingraben. Ja, da konntet ihr auch sehen, bis wo das geht. Ab da wird es fröstelig. Aber ja, lässt sich ja trotzdem alles mal ein bisschen mischen. Oh, die Erde sieht echt toll aus. Guckt euch das mal an. Also, da tut sich richtig was. Ja, also hier habe ich ja schon ein bisschen was reingearbeitet. Ich denke, den Unterschied zum Anfang, wie ich angefangen habe, das kann man schon sehen. Aber es ist alles auf dem Weg noch. Also geht noch einiges. Deutlich mehr Aktivkohle und ja, andere Biomasse, die hier reinfinden kann. Und jetzt im Moment wühle ich das einfach nur um ein bisschen hier so. Boah, sieht auch toll aus. Wow, bin richtig begeistert. Dann Ecke gibt es einen Löwenzahn. So, da unten ist hart. Gibt aber schon ein bisschen nach. Ups. So, ich denke, ich werde jetzt noch mal ein bisschen harten. Problematisch ist ein bisschen vermulchen, weil nachher ist durch das irgendwo vielleicht am Vergammeln und stört dann doch das Ganze. So. Also, naja, ich glaube nicht, dass das groß was macht, aber ja, das ist schon. Da sind noch welche. So. Den Rest verteile ich nochmal mit der Hand. So. Das ist doch schon ganz okay. Oder was meint ihr? So, alles was ich jetzt brauche, ist mein Saatgut. Und wir wollen das mal so ein bisschen aufteilen. Oh, das ist vielleicht gar nicht so schlecht für den Wiedererkennungswert. Können wir so ein bisschen aufteilen hier. So, da wollen wir Spinat hin haben. Irgendwo da wollen wir noch Spinat hin haben. Zwiebel ist hier noch nicht so wichtig. Die Möhrchen können wir hier noch zwischen haben. Da haben wir noch Radieschen. Da können wir noch Radieschen reinhauen. Und noch eine Karotte. So, und ich würde sagen, hier an der Seite kommt so ein bisschen das Zwiebelexperiment hin. Ja, finde ich eine gute Sache. Obwohl eigentlich, nö. Doch, mache ich. Genau, das mache ich hier. Und mit dem anderen Saatgut warte ich einfach auf Stellen, wo das besser hinpasst. So, jetzt könnt ihr das sehen. Ganz wunderbar. So, für euch nochmal, falls euch interessiert, was ich da direkt einsehe, welche Sorte. Das ist Verdil-Spinat, Möhre, Rodelica. Die hatte ich auch, die war super lecker. Sora, Radieschen, Spinat, Matador. Dann haben wir hier, was steht denn da drauf? Da muss ich erstmal lesen. Rapanosatius oder so ähnlich. Kenne ich aber noch nicht. Hat zu mir gefunden. Gleiches hier. Aber das ist hier eine Ochsenherz-Karotte, ein Riesending. Ja, und die Zwiebeln habt ihr mitgekriegt. Ja, wie mache ich das denn jetzt und wie stelle ich das an? Ich muss sagen, mit den Abständen, das ist immer so eine Sache, da muss ich immer mal noch mal hinterher sein. Dafür ist bei mir noch nicht gut genug Routine drin. Dennoch, ich habe das Stäbchen vergessen. Das hatte ich ja, aber da fällt mir doch nur ein, dass ich da noch mal was anderes geschnitzt habe. Deswegen versuche ich heute mit dem zu arbeiten, nicht mit dem. Da stecke ich mal hin in die Seite rein. Hier so ein bisschen, ja, und so ein bisschen ergonomisch, wie ich Lust und Laune hatte. Ja, aber wir wollen jetzt dabei bleiben und nicht bei meinen ganzen Experimenten hier. Ja, hier muss ich nochmal gucken, dass ich schön gerade Fläche mache. So, ich denke mal von den Abständen, ja, das ist eine gute Stelle. Gehe ich aber mal von dieser Seite bei. So habe ich das auch sonst gemacht. Ein bisschen so. Ne, muss nicht bis ganz zum Rand, das ist eigentlich gar nicht so verkehrt, wo das anfängt. Bei den Möhrchen, Spinat wird ganz üppig. Ja, kann man eigentlich auch so vom Abstand machen, sagt mir mein Gefühl jetzt gerade. Die Praxis wird mich nachher eine bessere belehren, sollte das anders sein. So, Möhrchen brauchen ja generell nicht so viel, denke ich mal. Deswegen ein bisschen näher mache ich dann. So,
Also ihr merkt, ne, so einen speziellen Stock braucht man im Grunde genommen nicht. Ich wette, wenn ich das jetzt mal liegen lasse und den anderen benutze, das nehme ich nochmal weg. So, kann im bisschen Abstand. Ne, es ist schon anders. Seht ihr das? Mal gucken. Haha, ich habe mir wohl doch was bei gedacht, als ich das fertig gemacht habe. Sehr gut. So eine Art. So, und dann haben wir hier nochmal, Spinat braucht Platz, deswegen packen wir ihn mal hier hin. Die Radieschen wieder. So, guck mal, versetzen wir das alles mal ein bisschen. So, das hat letztes Jahr auch wunderbar geklappt, mit diesen Rillen ziehen. So, dann haben wir hier die Zwiebeln, mache ich an den Rand und dann sage ich mal, auch weil die Sonne hier nicht gut die Ecke erreichen wird, was haben wir? Ochsen, Karotten, die brauchen ein bisschen mehr Platz, sag ich mal, vom Gefühl her. Ich habe mir die angeguckt, also die sind echt speziell. Deswegen werde ich da auch ein bisschen auf Abstände achten. Also vielen Dank, von wem ich auch immer ich das Saatgut noch hatte. So, im Grunde genommen braucht jetzt jede Pflanze genug Abstand zu anderen, dass sie sich nicht behindern. Und da gehe ich ganz unterschiedlich vor. So, hier habe ich Saatgut en masse, das war viel zu viel. Also ich mache hier einfach mal alle 2 cm. Für euch unspektakulär, ihr kennt das Spielchen, ich spule mal ein bisschen vor. Da habe ich halt drauf geachtet, dass nicht zu viel auf einem Fleck sind, ein bisschen verteilt, dann können die, also die hatten nachher auch bis zu so einem Durchmesser. Ja, doch, ich hatte auch mal ein größeres Exemplar. Das ist ja auch eine aufgeplatzt, habt ihr wahrscheinlich gesehen. So, hier haben wir denn jetzt Radieschen. Oh, das ist nichts für mich, ne? Die ist aufgepule. Da fehlt mir immer die Geduld und das Feingefühl für. Und für jetzt gerade. Oh, da freue ich mich schon. Radieschen sind immer so schön. So. So, ich versuche hier auch so ein bisschen Abstand. Hab ab und zu auch mal welche eng aufeinander. Das macht überhaupt nichts, weil das bietet sich nachher an, wenn ihr erntet, für die, die jetzt neu beim Gärtnern sind. Genauso bei Möhren. Ja, ist das so, dass wenn zu viel auf einem Fleck sind, könnt ihr nachher zwischendurch mal naschen, welche ernten und den anderen den Raum geben, den sie brauchen. Also so mache ich das auf jeden Fall. Macht so eine Riesenfreude. Jetzt kriege ich gerade Besuch. Das bringe ich noch einmal zu Ende. Macht so eine Riesenfreude, immer mal snacken zu können, trotzdem noch seine Spurzahmen zu sehen. Okay, die kommen dann später noch nach. Zu lange sollte das allerdings nicht dauern. Dann werden die natürlich irgendwann holzig. So, ich habe Radieschen fertig und ja, muss mal gucken. Ich kriege gerade Besuch, wie es jetzt hier weitergeht. So, der Besuch läuft jetzt einmal mir vorbei. weiß Bescheid, wir haben uns ein bisschen vertan, waren für später verabredet, dachte ich, aber mein Fehler. So, aber das ganze Geschichtchen soll ja noch fertig werden. Hier haben wir jetzt einmal Spinat, den Matador, da habe ich übrigens auch noch ein Tütchen mit gehabt. Ich weiß gar nicht, warum ich da nicht drüber gestolpert bin. Ne, auch wieder so ein bisschen Abstand. Also ich habe letztes Jahr gemerkt, viel zu viel Spinat für mich. Aber ich glaube, es wird dieses Jahr auch wieder viel. So, dann haben wir jetzt einmal liebevoll verklebt. Die Sorte, die ich nicht so lesen konnte, Raphanus Sativus. Haha, jetzt kann ich es lesen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Boah, viel zu lange hier. Es geht nämlich voll auf den Rücken. Ich bin ein langes Elend. Na, ist gut bei dir? Schön. So, die sind jetzt auch durch. Kennst du Ochsenherz-Karotten? Ich kenne Ochsenherz-Mark. Ja, die kenne ich auch. Aber Ochsenherz-Karotten, die sollen, bin ich mal gespannt. Mein Besuch ist Koch. Ah, da muss ich gleich mal nachfragen, ob er die schon kennt. Ich bin zu doof, sowas aufzumachen. Ich bin kein guter Auspacker. Das kostet mich meine Nerven. Sorry, diese liebevolle Verpackung muss ich jetzt leider irgendwie anders aufkriegen. Ich weiß nicht, wie es gedacht ist.
So, okay, ich verstehe. Hier haben wir dann einmal Ochsenherz, die braucht wahrscheinlich. Darf ich nicht so viel raushauen, denke ich mal. Das ist schon zu viel, oder? Oh je. Yeah. Die werden alle eng kuscheln miteinander, wenn die echt so riesig werden, wie ich das so angedeutet hatte. Ich habe natürlich im Internet recherchiert, die kommen nicht von mir, das war auch im Dezember. So, muss ich das mal zumachen. Ich hoffe, das hält sich jetzt irgendwie. So, und ich habe mich ja entschlossen, die Zwiebeln hier rauszulassen. So. So, und jetzt ist es auch eine ganz unspektakuläre Geschichte. Ich mache das immer ganz einfach zu. Zack. Vielleicht ist manches zu tief, vielleicht manches. Aber ich habe das sonst auch so gemacht, nur es hat jedes Mal geklappt. Also deswegen habe ich nicht nur mal auf die Verpackung geguckt. Normal wären das Sachen, die ich doch mal nachlese. Vor allem, weil es ja auch wichtig ist zu wissen, wann mal was ein Lichtkeimer ist, bei Salat etc. So, und so reicht mir das im Grunde genommen. Die Erde ist noch feucht genug. Machen wir nochmal ein bisschen so. So, ihr Lieben, hier bin ich jetzt durch. Und ich werde mich jetzt ein bisschen um Besuch kümmern. Bin jetzt mit dem Video vorher nicht fertig geworden. Deswegen muss ich mal gucken, wie das nachher weitergeht. Aber ich werde mich bemühen, jetzt hier hinten dran auf jeden Fall noch die Aussaat der Erbsen hinzukriegen. Und euch auch noch ein bisschen auf die nächsten Videos vorzubereiten, beziehungsweise die nächsten Aussaaten. Ich habe, wie gesagt, letztes Jahr schon wunderbare Aussaatvideos gemacht. Auch schon bei dem Saatgut-Video letztens angekündigt, dass ihr da so die Sachen für euch findet. Na, ein Insekt. Einmal Hallo sagen. Ja, deswegen, lasst euch überraschen. Ich mache jetzt erstmal kurz die Pause. So, wie ihr sehen könnt, waren wir schon mit der Pause durch. Und Flo hat sich dazu entschlossen, das ist Flo, darf ich einmal vorstellen. Ja, der hat mir schon geholfen, hier einmal das Glas raufzumachen. Leider habe ich nicht auf Aufnahmen gedrückt, aber so ist das manchmal. Saatgut haben wir ansonsten auch schon wieder rausgeholt, also die Tütchen. Und wir machen uns jetzt nach vorne auf, nehmen die Erbsen mit und werden die Erbsen ein bisschen einsehen. Auf geht's. Brauchen wir noch was? Nimmst du noch das Saatgut mit? Wunderbar. Ups, Apfelbaum. So. Also. Oh, hier hängt noch ein Stein fest. Ganz ruhig mitkommen. So. Also. Wir haben gesagt, einmal Erbsen. Hier habe ich nochmal Erbsen. Und die werden wir einfach mal ein bisschen verteilen. Ich würde sagen, die in das Beet, was schon fertig ist und da, wo wir noch frei machen wollen. Das heißt, die nehmen wir mal mit. Die drücke ich dir in die Hand. Alles andere kann hier bleiben. So, wollen wir da vorne hin. So, hier vorne wollen wir weitermachen. Da war ich gestern schon bei. Ja, das ist hier so ein bisschen vom Weg. Den habe ich nämlich begradigt und ein bisschen frei gemacht, damit ich hier besser mit dem Meer durchkomme. So, schauen wir uns das mal an. Ja, also das Laub kommt nochmal wieder ein bisschen runter, ist nur da drauf gemäht. Und dann machen wir hier einfach ein paar rein, ne? So im Abstand von so. Dann brauchen wir noch einen Stock. Siehst du irgendwo einen Stock liegen? Hättest du Bock mit der Hand so ein bisschen das Laub wieder hinzumachen oder soll ich Werkzeug holen? Saatgut kannst du mir geben. Steht auch keine Sorte bei. Doch Pisum sativum aus ökologischer Erzeugung. Milder, leicht würziger Geschmack, vitalisierend für eine ausgewogene Ernährung. Aber wie gesagt, eigentlich ist das eine Microgreens-Geschichte. Bin aber davon überzeugt, da kommt bestimmt trotzdem eine Pflanze raus. Oder? Was sagst du? Ich glaube auch. Ja. So, wie dicht können die denn noch? Ich würde sagen, ich ziehe hier mal eine Spur. Wow, wenn die nicht mal gerade war. So, ich weiß nicht, wie viel Abstand die noch brauchten, aber mein Gefühl sagt mir hier. Wenn du willst, können wir tauschen. Dann könntest du da schon alle 10 cm so ein Ding reinmachen. Ja. Ab hier? Ab hier oder ab hier schon? Immer hier rein, alle 10 cm. Alle. So ungefähr. So, weiter geht's. Oh, mit links ist aber komisch. Oder geil noch. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Hier habe ich übrigens Laub reingetan, weil ich da ist sehr viel Laub drin, weil ich hier unten das Unkraut ein bisschen unterdrücken möchte. Das ist so der Plan. Guck mal, das sind 20 cm und die Hälfte, okay. So ein Stück sind ungefähr 10 cm. Ne? Ist alles gut, wie es ist. Gib mir mal auch ein paar in die Hand.
Letztes Jahr habe ich hier vorne doch Kichererbsen drin gehabt, ja, und Erbsen und so, und das lief richtig gut. Da werde ich auf jeden Fall so ein bisschen dichter pflanzen. Im Quadrat, wild durcheinander quasi schon fast. Gucken, wie das dieses Jahr läuft ohne Kichererbsen. Kichererbsen an sich lohnt sich aber nicht so. Nee, also weil du echt viel anbauen musst, um was rauszukriegen. Ist ja nicht so, dass du da lauter Schoten dran hast, wo so viele Kichererbsen dran sind, sondern es sind immer einzelne. Und den Aufwand da rauszukriegen, also so ging es mir auf jeden Fall, das lohnt sich nicht. So, das sieht doch schon gut aus. Rest in die Tüte, ich gebe dir hier mal meinen letzten. So. So, und jetzt ganz einfach zumachen, so ein bisschen mit den Händen. Da hinten noch einer drin. Ja. Ist nicht so wild, wenn nicht. So. Das sieht doch gut aus. Gut aus. Und das gefällt mir auch. Ich habe hier so ein bisschen, vielleicht habt ihr das hinten an dem anderen Hochbeet gesehen. Das sind hier noch Reste von dem Kokosblock. Hatte ich doch vorletztes Jahr, glaube ich, mal so ein Blockgeschenk gekriegt. So, und da vorne ist noch ein Beet. Hier vorne habe ich ja so ein bisschen, hier hatte ich ja Gurken, da vorne habe ich ja Phacelie und so. Da flitzt gerade eine Spinne übers Feld. Ja, und das hier soll schön gemacht werden. Oh, hier sind ja noch die, unglaublich, das gibt's ja gar nicht. Die muss ich gleich nochmal von nahe zeigen. Das sind diese Rosettendinger, die sind tatsächlich gekommen. Wow, ja, die müssen wir stehen lassen, logisch, ne? Erdbeeren. Habe ich da eigentlich genug? Da genug? Die Erdbeeren können wir rausreißen. Die können wir rausnehmen und dann hier alles frisch machen, alles weg. Ja, die ganzen Würzchen. Werden wir gleich sehen. Aber da fehlt noch ein Werkzeug. Das wäre dann das. Und dann werden wir hier mal ein bisschen umjuggeln. Ne? So, ich mache hier vorne mal frei. Der kann weg. So. So, der kann auch mal weg. Kann man das auch mal ganz gut sehen, wie das hier mit dem Naturhochbeet geht. Wie viel Arbeit ich da eigentlich mit habe. Kann sich aber schon so sehen lassen, oder? Ja. Wird auf jeden Fall schön. Toll. Echt, echt gut. Wird so langsam. So ein Humusaufbau dauert ja immer länger. Das geht ja nicht von heute auf morgen. So, für euch wird es ein bisschen langweilig, deswegen spule ich mal ein bisschen vor bei der Geschichte und dann werdet ihr gleich sehen, wie es fertig aussieht. Das sieht doch ganz gut aus, oder nicht? So, weiter geht's. Ich habe jetzt nochmal hier Rest von diesem Ding geholt. Wenn du Bock hast, kannst du das hier verteilen. Dann mache ich dann nämlich weiter frei. Oh, das macht mein Knie nicht mit. Oh, richtig schön bei dem Frühlingswetter. Richtig schön. Dabei haben wir ja noch nicht mal offiziellen Anfang. Ich merke, dass ich lange keinen Sport gemacht habe. Aber vielleicht kommt das ja jetzt wieder mit. Garten rumtüdeln. Wird sicherlich ordentlich Muskelkater haben. So, hier seht ihr noch die Pflänzchen, die wir entdeckt haben. Drei an der Zahl. Wenn man noch mal ein bisschen näher ranguckt, ist hier unten auch echt noch was am Wachsen. Allen dreien. Habe ich vorhin aus Versehen einmal drauf gelatscht, aber die scheinen das gut weggesteckt zu haben. Also da hoffe ich mir noch was.
Ja, das sieht schon gut aus. Das sind sogar mehr, ne? Hier eins, zwei, drei. Hier sind sogar viel mehr noch. Da ist einer, da, da. Da ist einer. Tja, die habe ich nämlich letztes Jahr vermisst. Überhaupt gar nicht gesehen. Und jetzt laufen die einem so über den Weg. Du bist übrigens in einem Beet. Nee, einfach in Ruhe lassen. Da sind Phacelia ausgesät. Das Gründüngung ist nicht so schlimm. Ich guck mal nach Knoblauch. So, da habe ich ganz wunderschöne... Erinnerst du dich noch das Video, wenn du es gesehen hast? Da waren so alle an einem Fleck im Kiholbeet am Rand. Das sind die... Ja, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stück. Die werden wir doch irgendwo dazwischen los. Das ist eine gute Sache. Die lege ich mal direkt hier hin. So, und obwohl, euch zeige ich das auch erst nochmal. Also hier einmal schon vorgekeimte, so habe ich das bei den anderen auch gehabt. Die waren auch größtenteils gekeimt. Das sieht auch sehr speziell aus. So, hier vorne ist ja ein schönes Stück eigentlich. Hier bist du auch schon gewesen? Ja, das sieht doch alles gut aus. Hier, Girsch. Oh, das ist böse. Das ist ganz böse. Aber hat super viel Vitamin C inne. In irgendeinem Verhältnis auch mehr als eine Zitrone. Von daher finde ich das echt schon erwähnenswert. Als Unkraut gesehen, ist aber ein Beikraut. In meinen Augen. Weil eher als gesundes Mittel einsetzbar. So, anstatt dass es mich stören würde. So, wo wollen wir denn? Bis hier, ne? Man kann hier so ein paar kleiner Knobi-Acker, so 6 Stück. Ist gar nicht so leicht. Ich mach mal anders. Ich mach lieber so. Number one. So, hier haben wir 6 Stück. Ich finde, das hier ist so ein lockerer Bereich für 3 Stück. Das ist doch gut. Jetzt setze ich mal einfach, ich weiß gar nicht, im Moment. Nee, da kommen die Wurzeln so rum. Eigentlich können wir noch mal im Bunker nach mehr gucken, weil... Ich hätte gern noch mehr. So, ein bisschen haben wir jetzt. Erbsen, dicke Bohnen haben wir uns noch für entschieden. Die kommen hier gleich hin. Erbsen irgendwie hier. Und wir haben noch mal Knoblauch aus dem Bunker geholt. Einen gebe ich dir mal. Du hast welche, ich habe welche. Pull die mal auseinander. Jetzt weiß ich nicht, wie rum. So rum, ne? Guck mal, hier kann auch einer hin. Da kann noch einer hin. So, jetzt nutzen wir hier noch mal den Platz. Hier, also hier, was weiß ich, so. Hast du genug für die Löcher? Ich habe hier noch 2 Stück. 2, ja, dann brauchst du noch einen dritten. Da ist noch eins. So, dann lassen wir da bei den dicken Bohnen weitermachen. So, hier machen wir nun die dicken Bohnen und ich würde sagen, da haben sie so in Reihen funktioniert, also können wir das eigentlich auch so machen. Und dann würde ich mal irgendwie... So, pass auf, immer so in 5 cm Abstände. Ach nee, geht ja gar nicht, wir haben gar nicht genug, ne? Wie viel haben wir denn? 16, 6, 6, 4... Das hört sich doch gut an. Oh, das haut sogar fast hin. Einen noch dazwischen.
So, das sieht doch gut aus. Machst du auch gleich dicht. So, dicke Bohnen sind auch fresh. So, der Bereich ist fertig. Hier auch Erdbeer, Knoblauch, gib ihm. Also alles voll, auch da vorne. Und jetzt fehlt noch das Feld. Und ich würde sagen, da packen wir jetzt die Erbsen hin. Obwohl, nee, mal lieber nur am Rand, weil sonst zu viel Schatten für die Pflanzen hier. Ich denke mal, das ist ganz gut. Können wir ja sehen beim Machen. So, jetzt müssen wir ein bisschen improvisieren, weil es ist ja eine Rundung. Ein bisschen mit Abstand. Wir können ja mal was Schönes machen. So, und wie die dicken Bohnen, jetzt aber mit ungefähr so. Das kriegst du hin, ne? So, jetzt ziehen wir das Krumme gerade mal ein bisschen gerade. So. Ja, wollen wir so viele machen? Nee, machen wir nicht. Die zwei nehmen wir weg. Wir lassen die zwei. Die wird schon haben. So. Das schaut gut aus. Weil wenn ich die da hinpacke, werden die mir darüber. Das gefällt mir nicht. Weißt du was, wir müssen ja nicht alles voll machen. Das reicht, Erbsen, das ist dann noch frei, das weiß ich dann. Kann ja irgendwann später mit Radieschen und so weiter machen. Spinat wie drüben. Ja, glücklich, sehr glücklich. Gut, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr so weit gekommen seid. Waren ja ein bisschen längere Videos oder längeres Video. Vielleicht wurde es auch ein Mehrteiler. Das war Flo, ist vielleicht auch irgendwann mal wieder mit dabei. Und tschüss von unserer Seite. Wir sind raus. Tschüss.